Kann man das nicht noch ein bisschen besser machen, einfacher? Also habe ich noch ein bisschen weiter nachgedacht und dann diese Lösung entwickelt. Okay, wie funktioniert die jetzt? Dazu habe ich halt wieder mal neue Zuteiler entwickelt, die brauche ich nämlich. Anstatt ihnen einfach ständig zu sagen, produziere 100, gebe ich ihnen einfach nur einen Tick lang die Anzahl vor und der Titer halt rückwärts. Dann hast du einen Abwärtszähler gebaut, Richtig. einstellst und dann zählst du einfach runter. Okay. So, zusätzlich hier noch ein größer hier. Der ist zwar eigentlich für das Ding nicht nötig, aber für die restliche Logik schon. Der sagt halt, wenn halt der Zähler wieder auf Null ist, gib ein Signal aus, ich bin fertig. Zusätzlich noch hier eine Zähler, der halt als erstes geladen wird, mit wie viel ich Schaltkreise nicht produzieren will und dann anschließend runterzählt, wie viele Schaltkreise produziert wurden. Man sagt dem Zähler, wie viel man produzieren will, mach den 300. Und die anderen beiden stellen Nein, sich das auf braucht das, was man an 100. Material kommissionieren muss, auch auf die Zahl eben und zählen alle runter. Und wenn alle wieder auf Null sind, ist die Sache erledigt. 150 raus, ein bisschen warten und dann geht's los. Wenn ich jetzt bisschen warte, wenn ich 50 rausnehme, dann bringt er sofort weiter die 50, die halt noch viel nachzuproduzieren, denn er weiß, innerhalb der Kiste, wobei jetzt hat es nicht, oh, die Kiste ist alle, Ja gut, wenn man. Ja. Gut, das ist heute jetzt nicht schlimm. Das ist dann der typische Demo-Effekt. Oh, habe ich irgendwo was vergessen. Aber ist Habe ja ich den egal, Sack gefüllt? kommt ja jetzt nach. Insofern war das gestern eine gute Also. Demonstration, weil egal, geht trotzdem. Also wenn ihr merkt halt, Inhalt Kiste und Inhalt der Produktion ist wie gesagt nicht die gewünschte 150. Schiebe halt noch mal so viel nach, um das hier zu erreichen. Das ist ziemlich cool. Also, es gibt halt ein, ich sag mal, ein kleines Manko, hat halt nicht 150, sondern 157 produziert. Allem, so, wenn man das eben nicht mit Push einfach nur so durchschubst, ist das wie in der Ja. Realität einfach, du musst ja jeden Mist kontrollieren. Ganz genau. Geht nicht anders. Ja. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich finde es wirklich sehr faszinierend. Und als Aufbau finde ich es echt super, weil die Lösung ist wirklich richtig cool und ich finde es halt auch sehr realitätsnah. Was ich richtig gut finde, ist, wenn man diese einzelnen Bausteine, wie der Fabian das jetzt gemacht hat, auch mal rausnimmt und nur die zeigt. Weil dadurch versteht man dann auch noch mal mehr. Also das fand ich wirklich richtig gut gelöst. Das, wie gesagt, finde ich sehr beeindruckend. Da kann ich nur 100% zustimmen. Muss ich auch sagen, selbst ich muss jetzt schon scharf darüber nachdenken, was hat der Kerl da zusammengebaut? Ja, vielleicht sollten wir den Fabian zum Dozenten machen, nach dem Motto, erklär uns das mal. Genau. Echt? Also Fabian, herzlichen Dank erstmal dafür. Ich freue mich auf weitere coole Materialflussautomatisierungen mit Factorio. Bis dann!